Hallo, das ist die Verabschiedungsrede 2020, die ich online halten werde und das ist für mich eine völlig neue Situation. Ich denke, das werdet ihr sie auch merken. Das Thema der Rede ist Optimismus, Pessimismus, Realismus. Meine lieben Schülerinnen und Schüler, nach 5 bzw. 6 Jahren des Lernens ist es endlich soweit und ihr habt euren Abschluss geschafft. Die einen den Hauptschulabschluss, die anderen den Realschulabschluss. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Ihr könnt sehr stolz auf euch und eure Leistung sein. Ihr habt gemeinsam mit euren Lehrerinnen und Lehrern darauf hingearbeitet und wurde tatkräftig von euren Eltern unterstützt. Diese Unterstützung war besonders wichtig in diesen vergangenen Monaten, in denen nichts normal lief, in dieser bewegten, informationsintensiven und kontaktarmen Zeit, die ihr bei uns an der Schule verbracht habt. Alles in der Schule, in Schriesheim und der restlichen Welt war auf den Kopf gestellt, bedingt durch einen kleinen Virus, der die Welt in Atem hält. Er hat uns gezeigt, wie verletzlich und angreifbar wir alle sind. Er hat uns aber auch gezeigt, worauf es wirklich ankommt und worauf wir Menschen am allerschlechtesten verzichten können, nämlich den Kontakt zu anderen Menschen, die uns wichtig sind. Wir alle sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, alle mussten lernen, mit der neuen Situation und den neuen Herausforderungen, Lockdown, Homeschooling, Präsenzunterricht mit Abstandsregeln, Hygienekonzept, Laufwegekonzept, versetzte Zeiten, Pausenaufsichten, die den Klassenteilen zugewiesen waren, zurechtzukommen. Die Zehner waren die Ersten, die in die stille Schule zurückkamen und diese wieder mit Leben füllten. Nach den schriftlichen Prüfungen konnten dann auch die Neuner dazukommen. Das war sehr schön. Stück für Stück kam Normalität, Freude und Leben zurück. Ihr habt es nun geschafft. Ihr seid in der Zeit meist pünktlich und vorbereitet zum Unterricht gekommen. Schön war, dass alle, die morgens die Pforte der Schule betraten und an mir vorbeigingen, ein freundliches Lächeln auf den Lippen und einen kleinen Gruß hatten. Nie hatte ich das Gefühl, dass Schülerinnen und Schüler so gerne zur Schule kommen wie jetzt. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Mit diesem Zitat von David Ben-Gurion, dem ersten israelischen Premierminister, möchte ich an das Thema der Rede Optimismus, Pessimismus, Realismus anknüpfen. Liebe Schülerinnen und Schüler, das Bestehen eurer mittleren Reife und der Hauptschulabschlussprüfung war sicherlich kein Wunder, sondern das Ergebnis langer und engagierter Arbeit. In den letzten Schuljahren, am Montag, dem 27.07. und am Dienstag, den 28.07., lasst ihr eure Schulzeit an der Kurpfalz-Realschule erfolgreich hinter euch. Und somit wird heute auch euer Optimismus der letzten Jahre belohnt. Auf eurem Weg durch 6 bzw. 5 Schuljahre blieb es nicht immer aus, dass es auch pessimistische Phasen gab. Es gab in dieser Zeit nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen, Rückschläge und Enttäuschungen. Wie ihr aber heute seht, habt ihr alle diese Hürden und Klippen durch euer Engagement, Durchhaltevermögen und die Hilfe eurer Lehrerinnen und Lehrer und eurer Eltern gemeistert. Ihr seid am Ziel angekommen. Gratuliere nochmals. Diese vielfältigen Erfahrungen aus den letzten Jahren haben sicher dazu beigetragen, einen realistischen Blick für das eigene Leben und die eigenen Wünsche zu entwickeln. Der Grundstein für euer Durchhaltevermögen, für eure Leistung und für euren Erfolg war, ist und bleibt hoffentlich auch in Zukunft euer Optimismus. Damit, liebe Schülerinnen und Schüler, habt ihr euch den Respekt und die Anerkennung unserer gesamten Schulgemeinschaft verdient. Freut euch darüber. Freut euch, was ihr erreicht habt, was durch die gute Zusammenarbeit vieler verschiedener Menschen ermöglicht wurde. Danken möchte ich hier allen, die euch unterstützt haben. Vor allem eurer Klassenlehrerin Frau Schammann, euren Klassenlehrern Herrn Bukowski und Herrn Burgraf, sowie den anderen Fachlehrerinnen und Fachlehrern. Mein besonderer Dank geht aber auch an eure Eltern, die euch motiviert, unterstützt und begleitet haben, die immer für euch da waren. Auch den Elternbeiräten gebührt mein aufrichtiger Dank. Sie alle haben sich sehr engagiert
und nur so war eine reibungslose Arbeit an der Sache, sprich eurem Schulerfolg, in diesen turbulenten Zeiten möglich. Ich möchte nur noch einen Schritt zurückgehen und eure nun hinter euch liegende Schulzeit aus einer anderen Perspektive beleuchten. Erinnert ihr euch noch, wie ihr vor 5, 6 Jahren an die KRS gekommen seid und das riesige Schulgebäude, das Bildungszentrum und die Realschule euch fremd waren? In den vergangenen Jahren habt ihr die Schule erobert. Ihr seid Teil der Schulgemeinschaft geworden. Ihr habt diese mitgeprägt und gestaltet. Das kann man sehr eindrucksvoll auch heute im Schulhaus sehen. Ihr habt euch beteiligt bei der SMV, den Streitschlichtern, den Schulsanitätern und bei vielen mehr. Dabei seid ihr gewachsen, habt Erfahrungen gesammelt und vor allem habt ihr gemeinsam viel gelernt. Spannend war es, dabei zu sein, als ganz individuelle Schätze gehoben und geborgen wurden. Ihr, meine lieben Neunt- und Zehntklässler, verlasst nun unsere Schule. In den letzten Jahren wart ihr die wichtigen Mitglieder unserer Gemeinschaft. Ihr habt euch in dieser Zeit hervorragend zurechtgefunden und hoffentlich zu Hause gefühlt. Viele haben Verantwortung übernommen, der eine mehr, der andere weniger. Ihr habt gelernt, mitgeprägt und gestaltet. Mit großer Zufriedenheit stellen wir fest, dass niemand, der sich auf den Weg zum Schreiben der Abschlussprüfung gemacht hat, verloren gegangen ist und viele von euch in dieser Zeit wertvolle und beeindruckende Ergebnisse erreicht haben. Wir hoffen, dass ihr euch auf euren neuen Wegen von diesen Schätzen, von diesem Reichtum befruchten lasst. Ihr macht euch auf zu neueren Ufern, egal welche dieser neuen Ufer ihr euch erschließt und in welche Richtung ihr geht. Ihr benötigt vor allem Herz, Mut und Einsatzbereitschaft. Ihr braucht für die auf euch zukommenden gesellschaftlichen und beruflichen Anforderungen in herausfordernden Zeiten ein hohes Maß an Realismus. Das realistische Einschätzen eurer eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten wird dazu beitragen, die auf euch wartenden Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Da sind wir uns ganz sicher. Ich wünsche mir, dass ihr bei schwierigen Entscheidungen euren Verstand und euer Herz befragt. Ehrlichkeit und Vertrauen sind in der heutigen Zeit nicht unbedingt ein Garant für Erfolg und Reichtum, in jedem Fall aber für ein geradliniges, zufriedenes und glückliches Leben. Ich hoffe, es möge euch gelingen, richtige Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Dafür wünsche ich euch in den kommenden Jahren das notwendige Quäntchen Glück. Mit ein wenig Wehmut grüße und verabschiede ich euch heute mit dieser kleinen Videobotschaft in einen neuen Lebensabschnitt und wünsche euch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Kurpfalz Realschule viel Glück und Erfolg. Einen letzten Arbeitsauftrag möchte ich euch noch mitgeben. Hört nicht auf zu träumen, vergesst niemals eure Freude und euren Optimismus. Schön, dass ihr bei uns an der Schule wart, lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch viel Erfolg, eure Schulleiterin Petra Kass.